Der Herr sagt, ich gebe und ich nehme weg. Die Natur soll sich erheben und zu eurem Feind werden. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 14. Mai 2010. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott. Ich habe viele Male zu euch gesprochen, ihr Menschen der Erde. Schaut, ich habe meine Boten ausgesandt vor meinem Angesicht. Ich bin frühzeitig aufgestanden und habe sie ausgesandt. Sie sind hinausgezogen im Namen des Mächtigen von Israel, eurem Erlöser. Und sie haben mein Wort auf jede mögliche Art der Kommunikation und über die Geräte trompetet. Und sie haben das gesprochen, was ich ihnen gegeben habe. Denn ich ändere nicht, sagt der Herr. Doch du widerliche Generation hast mir den Rücken zugedreht. Ihr versteckt euer Gesicht und lehnt ab, geheilt zu werden. Denn im Stillen begeht ihr Ehebruch gegen den Herrn und im Offenen praktiziert ihr Abscheulichkeit, damit ihr mich zum Zorn provozieren könnt. Ihr entweiht in der Tat meinen Namen und hört nicht auf, ihn zu beschmutzen. Ein extrem rebellisches Volk, das auf meinen Geboten herumtrampelt und sich nicht abwenden wird von der Ungerechtigkeit. Schaut, Rechtschaffenheit hat sich entfernt und Heiligkeit ist vergessen. Während meine eigenen Leute mein Wort entheiligen, der üblen Bereicherung wegen. Ungezogene Kinder, die mein Gesetz aufgeben in meinem eigenen Namen, eine große Zahl hässliche Schafe. Deshalb betrachtet die Generation meines Zorns ein unerwünschtes Volk. Eine ganze Generation böser Arbeiter, die den Garten zerstören und das Land trostlos machen. Ihr Appetit ist unersättlich, ihre Begierden ungebrochen. Ein Volk ohne Gewissen, verzehrt von der Gier. Menschen der Erde, ihr seid keine Verwalter, sagt der Herr. Die Landwirte haben sich alle verirrt. Jeder Diener geht seinen eigenen Weg. Die Verwalter schlafen im Staub, die Wurzeln sind vertrocknet. Deshalb wird der Herr, euer Gott, jeden Weinberg verwüsten und jedes erfreuliche Feld unbrauchbar machen. Denn das sind keine, die sich an mir festhalten. Nicht eines kennt mich wirklich, keines besitzt ein hörendes Ohr, denn wer hat sich danach gesehnt, meinen Weg zu kennen, damit sie ihn beschreiten könnten. Wer ruft aufrichtig nach mir und sagt, hier bin ich, sende mich? Warum zerreißen meine Leute ihre Kleider, während ihre Herzen hart und unnachgiebig bleiben und kalt werden? Meine Leute, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, entblößt euch selbst vor mir und seid gebrochen, denn ich sage euch die Wahrheit. Ihr seid gefallen, ihr wurdet aus großer Höhe hinuntergeworfen. Schaut, mein Geist ist weit von euch entfernt. Und immer noch steht ihr stolz und sagt, sind wir nicht weise in unseren eigenen Augen und immens erhöht? Stehen wir nicht fest auf unserem falschen Fundament aus Stolz und Egoismus? Sind wir nicht eine wunderschön geschmückte Braut, die die Armen als Schmuck trägt und die Mittellosen als Kleider? Deshalb, weil ihr hochmütig seid und eure Werke überheblich sind und Habsucht euer ständiger Begleiter ist, sage ich euch klar und deutlich, ihr seid nicht meine Braut, sagt der Herr, denn keiner sucht meine Gerechtigkeit, wie sie wirklich ist. Keiner bereitet meinen Weg vor mir.
schaut, es existiert nur Dunkelheit zur Mittagszeit. Bittere Wasser fließen aus jedem Brunnen, während die Menschen sich im Tod hinlegen. Denn sie haben keine Gunst gefunden bei Gott. Eine Plage, eine Krankheit, ein todkrankes Volk, eine abscheuliche Wunde, die unbedeckt bleibt. Ein schrecklicher Fleck auf jedem heiligen Gewand. Ein Riss, der immer größer wird. Viele trockene Zweige, die bereit sind, abgebrochen und ins Feuer geworfen zu werden. So ist die Generation meines Zorns, sagt der Herr. Schaut, die Menschen der Erde sind zu einem Schwarm verschlingender Heuschrecken geworden, die jedes grüne Ding verzehren. Ein Wald vollgefallener Bäume, geknickt und sterbend, ein trostloses Tal, wo die Regen aufgehört haben und das Gras zertreten ist. Doch da ist kein Same übrig in euch. Wie sollt ihr dann aufstehen? Ihr habt euch selbst zerstört. Ihr habt eure eigenen Leben genommen. Ja, ihr nehmt euren letzten Atemzug. Eure Kraft ist von euch gewichen, während euer Leben sich entfernt. Schaut, der Tod ist an der Tür und dabei hereinzukommen. Denn durch die Werke eurer eigenen Hände werdet ihr gefangen gehalten, o törichte Generation. Gefangene der Sünde, Täter großer Ungerechtigkeit, die jeden verdorbenen Weg umarmen, während sie hohe Mauern bauen, die ihren einzigen Fluchtweg blockieren. Schaut, die letzte Generation, das letzte Königreich der Menschen, eine extrem arrogante und boshafte Generation, ein Volk, das sich selbst über ihren Schöpfer erhöht und das meine Geschenke wegwirft und das zerstört, was ich für sie erschaffen habe. Ein widerliches Volk, das Leben zerstört, während es noch im Mutterleib ist. Dies ist meine Erde, die ihr verschmutzt habt. Dies sind meine kostbaren Lämmer, die ihr abgeschlachtet habt. Und dies sind meine Leute, die ihr ohne Unterbruch niedergeschlagen habt. Deshalb, weil ihr euch selbst zu Feinden Gottes gemacht habt und sprecht, als ob ihr Gott wärt, sagt der Herr, ich bin gekommen, um die Generation meines Zorns niederzuschlagen, um die Nationen in meinem heißen Unmut zu schlagen. Schaut, ich werde die Natur veranlassen, sich zu erheben und gegen euch zu kämpfen, und die Erde wird zu eurem Feind werden, wovor es keinen Schutz noch irgendein Versteck gibt. Schaut, Ratlosigkeit und große Angst wird euch überwältigen und ihr werdet unfähig sein, euch zu bewegen, verwundert über jene Dinge, die auf der Erde und in den Himmeln geschehen. Mein Zorn ist gegen euch angefacht und er wird über euch hereinbrechen wie ein Feuer. Denn der Herr, der Gott der Heerscharen, hat Zerstörung beabsichtigt für die Erde und für alle Städte der Menschen. Schaut, der Zorn fließt aus meinem Becher und er wird hervorkommen wie eine Flut und ihr werdet euch alle der Schlacht beugen. Von Anfang an waren meine Pläne niedergeschrieben und bekannt gemacht. Als ich euch aber zugerufen habe, wolltet ihr nicht antworten. Und wenn ich zu euch gesprochen habe, habt ihr abgelehnt zu hören und weitergemacht, Böses zu tun aus meiner Sicht. Ihr wählt immer jene Dinge, die ich hasse, indem ihr euch auf die Seite des Verführers stellt. Ihr streckt euren Kopf in die Höhe, während ihr euch den Reihen der Rebellischen anschließt. Böse Arbeiter, verwerfliche Kinder, das sagt der Herr, der Gott der Heerscharen. Wehe den Menschen der Erde! Der Allmächtige ist aus seinem Ort hervorgekommen, mit großem Zorn
und heftiger Wut, um sein Volk zu erlösen und das Urteil über die Bewohner der Erde auszugießen. Deshalb hört das Wort des Herrn, all ihr Söhne des Verderbens, Könige, Herrscher und Prinzen, lasst meine Leute gehen, denn dies ist mein Feld und dies ist meine Ernte, meine Erde und mein Volk. Denn der Herr wird der Erde befehlen und meine Leute werden hervorgebracht. Sogar Sheol wird sie herausgeben. Schaut, der Befehl wird hinausgehen, die Trompete wird erklingen und es wird getan sein. Seht, es wird ganz sicher so sein, sogar im Blickfeld aller Nationen. Schaut, die Nacht ist hereingebrochen und ein großer Zorn wird hervorbrechen. All ihr Kirchen der Menschen habt jedoch versagt zu hören. Noch habt ihr innegehalten, um zuzuhören. Und ihr werdet diese Worte, die ich in all diesen Briefen gesprochen habe, auch nicht beachten und beherzigen. Und die Anzahl dieser Bände habt ihr auch nicht betrachtet, die ich vor euch gelegt habe. Deshalb sagt der Herr zu den Kirchen der Menschen, der Tag kommt in der Tat, von welchem ihr nichts wisst, und die Stunde, auf welche ihr nicht vorbereitet seid, nähert sich rasch, denn ihr seid keine Wächter. Ich werde euch ganz sicher trostlos zurücklassen, in Dunkelheit und tiefer Trauer. Ich werde all eure verschwenderischen Häuser verwüsten, bis jede Hure auf dem Boden sitzt. Schaut, das Licht dieser Welt wird genommen werden, denn der Menschensohn wird hinuntergesandt. Er wird zurückkehren und das Haus betreten und sorgfältig nach seinen Schätzen suchen. Ja, der Hirte wird das Feld betreten und sie einsammeln, bis die Zahl voll ist. Und wenn er geht, wird er seine Schafe und jedes Lamm mit sich nehmen. Denn das sagt der Herr, in 6 war es hervorgebracht und am 7. war Ruhe. In 6 wird es ausgegossen werden und am 7. wird es vollendet werden. Die Ernte getrennt. Die erste Auswahl getroffen und zubereitet. Denn in 6 habe ich mein Wort ausgesandt und am 7. wird das entkommen sein. Am 3. von 10 werden sie wegfliegen. Schaut, am 3. Tag werden sie eintreten und Ruhe haben, genauso wie es am 7. sein wird. Denn der Herr gibt und der Herr nimmt weg. Schaut, das ausgegossene Geschenk wurde zurückgezogen. Es ist an seinen Ort zurückgekehrt, denn nach 7 wurde es gegeben und nach 7 muss es entfernt werden. Jene, die Ohren haben und hören, lasst sie hören. Enden die Früh- und Spätregen nicht nach ihrer Jahreszeit und endet der Tag nicht, wenn die Sonne untergeht? Deshalb sage ich euch klar, die Nacht ist hereingebrochen und eine dicke Dunkelheit ist dabei anzubrechen, in welcher die Lauwarmen ausgespuckt und die Blinden ganz allein gelassen werden. Die Tauben werden in der Dunkelheit verweilen und der vergessliche Hörer wird verwirrt werden. Und die Witwe wird auf ihrem Bett jammern. Denn ich werde sie ganz sicher trostlos zurücklassen, sagt der Herr. Denn ich hatte ihnen zugerufen, aber es kam keine erfreuliche Antwort zurück, nur Verachtung und Gespött. Ich hatte ihnen geschrieben, doch meine Briefe blieben ungeöffnet und wurden auf den Boden geworfen, denn sie haben mich gehasst und wollen keinen Teil an mir, wie ich wirklich bin. O meine Lampen, meine geliebten Lampen, euer Licht ist verblasst, eure Flamme ist ausgegangen, denn ihr habt kein Öl in euch und könnt deshalb auf keine Weise angezündet werden. Meine Söhne und Töchter, ich kann eure Gesichter nicht sehen,
denn die Dunkelheit dieser Nacht deckt euch zu. Deshalb entfernt euch von mir, denn ich kenne euch nicht. Schaut, die Hochzeit ist dabei zu beginnen. Alles ist vorbereitet, jeder Ort bestimmt. Es ist Zeit, einzutreten.